Ja, genau. Ich dachte mir mal, ich mache das jetzt ein bisschen anders. Und zwar muss ich jetzt ich den Steam-Code nicht hier. Das ist die tolle Beschreibung. Die Hülle an sich ist jetzt leer, weil die CD im Laufwerk ist. Das ist ein super Timing. Als Vorbereitung bzw. Einstieg, was uns so erwartet, würde ich vorschlagen, lese ich einfach mal den Inhalt dieses tollen Heftchens vor. Das ist nicht gerade groß gedruckt. Viel Spaß. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir gratulieren zum Kauf des vorliegenden Produktes aus unserem Hause. Die Entwickler und wir haben uns bemüht, Ihnen eine ausgereifte, inhaltlich interessante und unterhaltsame Software zu erstellen. Wir hoffen, dass Ihren Vorstellungen, was? Also wir hoffen, dass sie Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns freuen, wenn Sie Ihren Freunden weiterempfehlen. Falls Sie sich für weitere Produkte aus unserem Hause interessieren oder allgemeine Informationen über unsere Firmengruppe wünschen, besuchen Sie unsere Webseiten www.kochmedia.com. Wir wünschen Ihnen sehr viel Freude mit diesem Produkt aus dem Hause Kochmedia. Ihr Kochmedia-Team. Epilepsie-Warnung. Okay. Jetzt wird's ernst. Es kommen die Warnungen. Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten flackernden Lichteffekten ausgesetzt sind. Diese Personen können beim Fernsehen oder bei der Benutzung von Computerspielen Anfälle erleiden. Davon können auch Personen betroffen sein, die zuvor nie epileptische Anfälle erlitten haben. Falls bei Ihnen oder Ihrer Familienmitglieder jemals Epilepsie aufgetreten ist, ist es ratsam, vor dem Spielen einen Arzt zu konsultieren. Falls bei Ihnen mindestens eines der folgenden Symptome auftritt: Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Ohnmachtsanfälle, Orientierungsverlust, Krämpfe oder andere unkoordinierte Bewegungen, brechen Sie das Spiel sofort ab und wenden Sie sich an einen Arzt. Ja, Sicherheitsmaßnahmen. Sitzen Sie in angemessenem Abstand vom Bildschirm, möglichst weit weg, wie es die Anschlusskabel zulassen. Verwenden Sie einen möglichst kleinen Bildschirm. Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind. Achten Sie auf eine ausreichende Raumbeleuchtung. Legen Sie beim Spielen stündlich eine Pause von 10 bis 15 Minuten ein. Ja, Scheiße. Okay, ich darf das, glaube ich, gar nicht spielen. Ich sitze sehr nah am Bildschirm. Ich spiele immer auf Vollbild. Ja gut, die Raumbeleuchtung ist, glaube ich, zu hell. Und die Pausen, ja. Egal, ich lese einfach mal weiter, jetzt wird spannend. Endnutzer-Lizenzbedingungen. Dieses Softwareprogramm sowie alle Dateien, die Ihnen zur Ermöglichung des Spielens oder zur Aktualisierung online oder offline zur Verfügung gestellt werden, einschließlich der Verpackung, Handbücher und ähnliches nachfolgenden Materialien und sämtliche von diesen Softwareprogrammen und diesen Materialien abgeleiteten Arbeiten in Gesamtheit, das Spiel, sind urheber- und markenrechtlich geschützte Werke. Die Nutzung des Spiels unterliegt den Bedingungen dieser Endnutzer-Lizenzvereinbarung. Es darf nur den autorisierten Handel verkauft, vermietet und ausschließlich privat genutzt werden. Okay. Jede Nutzung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Spiels, die von den Bedingungen der Lizenzvereinbarungen nicht ausdrücklich gestattet sind, ist ausdrücklich untersagt. Gewährleistung. Da Software naturgemäß komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, garantiert Koch Media nicht, dass der Inhalt dieses Produktes ihren Erwartungen entspricht und dass die Software unter allen Bedingungen fehlerfrei läuft. Koch Media übernimmt auch keine Garantie für spezifische Funktionen und Ergebnisse der Software, soweit dies über den aktuellen Mindeststandard Softwaretechnologie, der zum Zeitpunkt der Programmerstellung hinausgeht.
Gleiches gilt für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der beigefügten Dokumentation. Was für eine Dokumentation? Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt sein, sodass ein bestimmungsmäßiger Gebrauch trotz sachgemäßer Bedienung nicht möglich ist, so wird Koch Media innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum nach eigener Wahl Ersatz liefern oder den Kaufpreis erstatten. Dies gilt nur für Produkte, die Sie direkt bei Koch Media bezogen haben. Voraussetzung ist, dass Sie die gekaufte Ware mit Kaufbeleg und Angabe des Fehlers und der technischen Information genannten Informationen auf die Adresse technischer Dienst CO Koch Media GmbH bla 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 bla. Darüber hinaus übernimmt Koch Media keine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch die Benutzung des Produktes entstehen, soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen oder eine Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Das heißt, wenn ich jetzt die CD esse und daran sterbe, übernehmen die keine Haftung. Was ist schade. Okay, es ist wurscht, darüber zu reden. Ja, also, Minimetro ist ein U-Bahn-Simulationsprogrammchen, das eigentlich, relativ cool ist. Ich habe das bei Klabbi gesehen und ich tue jetzt einfach mal den Klappentext vorlesen. Ich glaube, das ist praktischer als die Endnutzer-Lizenzbedingungen. In Minimetro planst du das U-Bahn-Netzwerk einer schnell wachsenden Stadt. Du beginnst mit 3, nicht 4, nicht 2, sondern 3 Stationen. Verbindest diese mit deinen U-Bahn-Linien und kümmerst dich um möglichst schnelle Verbindungen. Mehr Passagiere, volle Stationen, unlimitierte Ressourcen verlangen ständige Aufmerksamkeit und andauernde Optimierung des Netzplans. Ziehe mehr Linien, integriere neue Stationen und erweitere deine Züge. Wie lange kannst du die Stadt in Bewegung halten? Features, 11 Städtekarten, Berlin, London, New York, Paris, Hongkong, Hongkong? St. Petersburg, Montreal, San Paolo, Kairo, sowie weitere für abwechslungsreiche Spiele und immer neue Strategien. Es gibt 3 Modi, normal, für schnelle Spiele und endlos. Und extrem. Ah. Und es ist völlig random. Auch gut. Cool. Ja, das wäre es dann wohl. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, wann ich das mache. Aber ich freue mich drauf. Kauf. Textmarker. Ich glaube, den gibt's so in der Form gar nicht mehr. Der ist 20 Jahre alt. Der ist von meinem Opa. Egal. Tschüss.